Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Staatssekretär, geschätzte Damen und Herren im Hohen Haus. Wenn wir hier das Zusammenwirken der europäischen gemeinsamen Anstrengungen diskutieren, die Umsetzung in Österreich, das Zusammenwirken mit den Ländern, aber auch mit den in erster Linie wirtschaftlich tätigen Menschen, die am Land draußen tätig sind, dann zeigt sich, wie kompliziert das europäische Wechselspiel funktioniert. Es ist so, dass wir von uns die Vorschläge entwickeln, in der nächsten Programmperiode nach 2020 die Vorschläge dann von der EU her in Richtlinien gegossen werden und bei uns dann wieder umgesetzt werden. Eine aufwendige Geschichte, aber erstaunlicherweise, sie funktioniert. Und das derzeit laufende Programm, das in den ländlichen Regionen wirklich gute und positive Auswirkungen auf die Arbeitsplätze hat, auf die regionale Entwicklung, auf die Entwicklung unserer CO2-Bilanz, auf die Frage der erneuerbaren Energien, der Wissensvermittlung und so weiter, ist ein Programm, bei dem Niki Perlakovic intensiv in der Gestaltung und im Durchsetzen des Programms mitgewirkt hat. Und an dieser Stelle möchte ich das ausdrücklich betonen, ihm dafür Danke sagen. Es ist schön, dass wir heute über einen guten Bericht reden können, die Bundesregierung die notwendigen Voraussetzungen schafft, dass es funktioniert, die entsprechenden Verträge zwischen den Ländern und dem Bund abgeschlossen wurden. Aber wir dürfen nie vergessen, wer es begonnen hat. Deswegen ein herzliches Danke an Nicolas Perlakovic.